bereit. Ja, also, nein, Mann, nein, ich habe keinen Bock, nochmal viel zu tun. Hey Fresh Family, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Halt, stopp, meine Hand nicht so doll fest. Guck mal, ne, Leute, sie wollte abhauen. Nein, du haust mich hier nicht ab. Wie? Jetzt testen wir, ob wir negativ sind. Nein, ich will aber nicht. Doch, mach mal jetzt keine Filme. Du musst jetzt auch, brauchst jetzt diese Teile verstecken. Ey, Leute, erstmal wollte ich euch sagen, es geht uns wieder gut. Uns ja, okay, wo sind denn diese, wo ist das, wir testen hier. Das jetzt. Wir wollen jetzt testen, er will unbedingt testen, dass wir wirklich negativ sind. So, Leute, hier, genau hier. Erstmal teste ich bei dir. Und das ist danach, voll gemein, warum? Ja, Ladies first, ne, kennst du das nicht? Ladies immer zuerst. Alter vor Schönheit. Oh mein Gott. Der Geil, lach alleine. Komm, hör mal zu. Komm, wir machen das jetzt hier. Shit, ich komm, wo sollen wir das machen? Ja, du hustest, ne? Und nicht mal Hand vorm Mund und so. Nicht hier, weil Küche ist Katastrophe. Ja, okay. Leute, ich muss halt noch Haushalt machen. Mm, okay, jetzt sind wir angekommen. Ihr wisst Bescheid, Labor Daisy. Nein, sag mal jetzt Hüßmann, du machst das, du Herr. Achso, du machst das. Ja, ich mach das. Ja, du redest okay. Zu viel. Was für Labor Daisy? Labor Ben. Ja, komm, los. Hier. Jetzt, nee, du machst jetzt das hier, du öffnest das hier, was jetzt. Mich doch testen. Ja, aber du öffnest das, damit ich das in deine Nase schön reinschieben kann. Ach so. So, auf ganz entspannt. Wehe, du übertreibst, ne? Ich übertreib nicht. Du sollst dieses Teil stark da. Ja, hier. Ich hab das ja, schon aufgemacht. Du mixst das gleich auch selber. Was? Du musst das selber mixen. Ich mix deins. Okay. Okay, du weißt, 5 Sekunden, ne? Hör damit. Wie chill. Komm, bitte nicht so viel reden, mach mal bitte. Kopf, Nacken. Komm jetzt. Also 5, ne? Ja, okay. Ja, mach doch jetzt. Ja, okay, was los? Wie schiebst du denn? Ich schieb nicht. Du weißt doch, wie das abläuft. Ja, los jetzt. Ja, Mann, ich hab keine Zeit. 5, ne? 10. Was geht's? Mach jetzt, hör jetzt auf. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das hast du super gemacht. Ja, okay, jetzt andere Seite. Wimper geht gleich. Komm ab jetzt. Auf den. Okay. So, schieb ich dir gleich was anderes da rein. Spaß. Ja, okay, ich schieb dir gleich meinen Daumen rein. Ja, okay, baby, mach mal jetzt. Okay. Ready? 1, 2, 3, 4. Okay, noch einmal. 5. Hast du dich, ne? Ja, okay, hier, Leute, hier, sieht man da ein bisschen Popel? Ja. Nee, sieht man nicht. Okay, warte halt fest. Ja, du musst es jetzt machen. Mix mal jetzt. Jetzt rühren. Okay. Leute, ich bin richtig gespannt. Stell dir vor, aber jetzt positiv. Dann können wir schön wieder 7 Tage ranhängen. Leute, morgen ist unser letzter Tag. Heute ist unser letzter Tag. Hä, ich dachte, achso, ja? Morgen ist Freiheit angesagt. Ehrlich? Freiheit! Freiheit! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, du machst immer alles rein, ne? Ich mach immer alles rein. Oh. Sicher ist sicher, ne? Okay, jetzt, wo meiner läuft, testen wir dich. Okay, man muss jetzt warten, ne? Ja. So, let's go! Okay. Oh, ich wollte deins schon nehmen. Ich wollte deins, was du schon benutzt hast. Mein Stäbchen? Ja, wäre so eklig gewesen. Komm, das würde dich auch nicht interessieren, oder? Doch. Dein Ernst? Nase, hä? Voll eklig. Okay. Spaß, nein, Mann, meine Popel, deine Popel. Ja, das ist gar nicht schlimm. Ja, okay, ich wollte gerade sagen. Weißt du, was ich meine? Das wäre gar nichts. Okay, gib mir. So, Leute, ich mach das selber jetzt. It's my turn. Ich mach das selber. Das ist unfair. Eigentlich, ne, also hilft so ein Stab, eigentlich bräuchte ich so richtig so ein, weiß. Wie dein Finger groß, ja. Spaß. Da passen 2 Stück einfach rein. Okay, 1, 2, los. 1, 2, 3, 4, 5. Guck, hab ich auch schnell gemacht. Boah, warte. Das wird zu unserer Routine, ne? Linke Seite. Are you ready? Boah, jetzt. Are you ready? Ja. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aber irgendwie bin ich auf dieser Seite hier empfindlicher als sie hier. Echt? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Okay, jetzt muss ich mein Labor. Ja, gib mir, ich mach das jetzt. Okay. So, Leute, auf ganz entspannt. Mixi, Leute, Augen drehen. Ja, guck mal, sag zu mir mal, ja, du brauchst von lange und so, guck mal, wie lange er braucht. Hast du gesehen? Komm, nimm das in den Mund, wenn du auf den, wenn du stehst. Sorry, aber mit dieser Flüssigkeit und so, ich bin raus. Mixi, ne? Also, auf den Liebe ist nicht da. Ja, doch, ich hätte es, glaube ich, gemacht, wenn diese Flüssigkeit nicht dabei wäre. Liebe ist nicht da, alles gut, Digi, ist alles gut, Digi. Ich küsse dein Herz noch. Immer ehrlich sein, weißt du? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das hier Schaum? Bist du witzig?
Nee? Okay, komm. Okay, 15 Minuten jetzt warten, ne? Ja, 15 Minuten warten. Okay, Leute, bis gleich. Oh mein Gott. Leute. Wenn das noch... Ey, ich hab... Ey, ich weiß, was ich... Das Ding ist, Leute, wir waren schon zu Hause. Unnormal langweilig. 14 Tage! Durchgedreht hier, ey, Leute. Ey, bitte, wie verrückt ich sind wir geworden. Ich bin fast krank geworden, ohne Spaß, Leute. Alles, alle Sicherungen hier oben durchgebrannt. Ey, mit zwei Kindern. Ja. Die haben nur Stress gemacht, Leute. Das war Familienbrennpunkt, ohne Spaß. Was, ja? Okay, jetzt okay, gucken wir. Bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Für das Ergebnis. Das Ding ist, ich fühle mich eh gut, aber ich habe noch ein paar Symptome, die geblieben sind. Ab und zu hustet man noch so, ohne Spaß. Und ich rieche bis heute noch nicht richtig klar, Leute. Ja, ohne Spaß. Auch immer noch nicht, ich rieche nicht richtig und ab und zu habe ich Husten. Auf jeden Fall, Leute, wenn du schon mal Corona hattest, schreib uns mal in die Kommentare, was du für Symptome hattest. Und welche du, also nachfolgend, immer noch jetzt hast, ne? Ja, genau. Und dann zeig ich dir jetzt das Ergebnis. Bist du bereit, noch 14 Tage länger zu Hause zu bleiben? Kannst du bitte nicht so schreien, mein Ohr. Bist du bereit, noch 14 Tage länger? Ja, schrei nicht so, mal was mit dir, ja? Schock. Hat Corona dich so verändert? Die schreit mein Ohr kaputt. Ah, ja, okay. Ich hab verstanden. Ja. Bist du bereit? Ja, also, nein, Mann, nein. Ich hab keinen Bock nochmal 14 Tage. Egal, ob ich jetzt hab oder nicht, ich glaube, ich gehe raus. Okay, also, das ist mein Ergebnis. Sieht man das? Ja, hier. Ich bin negativ! Ich hasse das Wort negativ unnormal, ne? Kann man verstehen, oder? Ja, ist ehrlich. Ekliges Wort. So ein hässliches Wort. Und bei dir muss ich leider sagen, du bist leider negativ! Ey, beleidige mich nicht. Was, Bob? Was redest du? Kennst du? Ey, wir sind freie Menschen. Wir sind frei, wir sind frei. Ja, das Ding ist, aber wir müssen die Kids eigentlich auch, ne? Aber ja. Nein, die waren die ganze, die waren ja die ganze negativ, Zeit negativ. Die haben auch keine Symptome, nichts. Ja. Oder das Gesundheitsamt meinte, solange die symptomfrei sind, brauchen sie keinen Test. Kinaya hatte ja sogar noch den PCR-Test, der negativ war. Also Leute, sind wir ab morgen wieder frei? Genau, Leute, ey, man muss dazu sagen, guck mal, viele hatten Corona, ne? Und ihr wisst, ne? Mit sowas macht man keinen Spaß. Viele sind ums Leben gekommen, haben es nicht geschafft. Mhm. Mein Beileid auf jeden Fall an der Stelle an die Leute, die es nicht geschafft haben. Aber das ist eine Sache, man darf nicht damit spielen. Plus, man kann glücklich sein, wenn man das irgendwie versteht, das überstanden hat. Also wisst ihr, ich meine Leute, wie krank ist das? Ihr wisst selber, was Corona mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Deswegen, ich respektiere das unnormal. Und ich wünsche das auf jeden Fall niemandem. Passt auf euch auf, wirklich, wo ihr euch befindet und was weiß ich. Man hat das immer nicht so ernst genommen. Habe ich auch nicht, habe ich auch nicht. Man dachte immer so, oh, diese Abstände und Masken genau. Und immer Hände unnötig. Jetzt hatten wir Corona und ich muss ehrlich sagen, es ging uns wirklich schlecht. Tödlich. Wir lagen hier flach, wir konnten uns schwer um unsere Kinder kümmern, die sind so nebenbei hier, haben mir so ihr Ding gemacht, Fernseher war 24/7 an. Deshalb Leute, nehmt es ernst, passt auf euch auf, passt auf eure Mitmenschen auf. Ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise so mein Papa, der ist halt schon ein bisschen älter, dass der das nicht so einfach mitgemacht hätte, weil es ging viele uns Ältere, wirklich, viele Ältere. Ja, es ging uns wirklich schlecht und wir sind jung auf denen. Ja. Und deshalb, passt auf euch auf. Wir sind jetzt erstmal wieder freie Menschen. Ja, wir sind echt frei, Leute. Ich freue mich, um mal wieder rausgehen zu dürfen. Und jetzt sind wir genesen, Leute. Wir haben ein halbes Jahr keinen Stress. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich bin immer noch nicht geimpft und ich werde mich auch nicht impfen lassen. Sorry an der Stelle. Daisy ist geimpft, doppelt geimpft und hat trotzdem... Genesen. Das kann man nicht noch mehr haben. Was kann man nicht noch mehr haben? Ich schwöre es dir. Das Ding ist, wie gesagt, Leute... Danke auf jeden Fall an die Leute, die uns auf Instagram geschrieben haben, gute Besserung und unsere Familie aufgemuntert haben und so, so richtig und positive, motiviert haben, positive Sachen geschrieben haben, somit auch irgendwie Tipps gegeben haben, wie wir wieder schnell gesund werden. Richtig korrekt richtig von euch. Lieb, wir lieben euch und an der Stelle wollten wir euch das nur mitteilen, weil ihr immer gefragt habt, wie geht es euch jetzt aktuell? Ja. Also ich stehe. Genau, ich atme. Daisy atmet auch zum Glück. Auch, wie gesagt, wir haben noch ein paar, also Symptome sind noch geblieben, also bei mir, so wie auch bei Daisy. Ja. Ich kann immer noch nicht riechen, Leute, aber ich schmecke langsam, aber ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird. Ansonsten würde ich sagen, hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen was zu einem Kanal, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren in die Kommentare. Und verfolgt uns, Leute. Verfolgt uns und seid gespannt, was euch es erwartet. Noch euch dieses Jahr, Ende noch dieses ganz Jahres. Viel, ja, noch ganz viel und das wird richtig krass, Leute. Ohne Spaß. Aber wir wollen nicht zu viel verraten, weil spoilern, wir machen Auge. Ja, genau. Zu viele Augen wurden gemacht dieses Jahr. Dieses Jahr war auf jeden Fall Katastrophe. Ihr habt das ja mitverfolgt und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall viel, viel fresher. Peace out. Sagst du ciao? Ciao.